So, meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video, und zwar zu einem Yu-Gi-Oh! Neuron Video. Und diesmal gucken wir uns Decks mit Götterkarten an. Die sind ja im letzten Video recht gut angekommen, und ich würde sagen, wir legen los. So, dann machen wir mit dem nächsten Deck weiter. Und zwar gehen wir jetzt hier auf das Deck mit dem Slifer und dem Turnier und gucken einfach mal, was da so schönes gespielt wird. Ich wundere, wenn ich jetzt nicht immer auf die Cam achte oder nicht immer in die Cam reinschaue, weil ich habe hier vor mir das Tablet und hier die beiden Bildschirme. Deswegen ist, weiß auch nicht, das immer ein bisschen schwierig. Gut, wir sehen, dass wir hier Slifer spielen plus Ritter des Buben und ein paar Supportkarten. Wir gehen auch mal auf ein paar rein, auf ein paar rauf, weil ich die jetzt gerade auch nicht kenne. Wir haben hier einen Ritter des Jokers, okay. Und da haben wir eine kaiserliche Leibwache. Und die sagt mir gerade auch nichts. Das ist ein Flammenedelritter. Ja, ein paar Handtraps, den Neos und den Regenbogendrachen. Und hier wieder ein paar Supportkarten. Straße des Jokers, okay. Da haben wir noch die Bambusschwert-Engine und noch Dimensionsmauer, müsste es heißen. Sowie ein Cross-Up-Digenerator, was ein bisschen seltsam ist. Und einen Neos Fusion. Und hier extra Deck mit 14 Karten anstatt 15. Okay, da fehlt anscheinend dann eine. Und hier unten noch ein paar Side-Deck-Karten, die wahrscheinlich eher als Konzept gedacht ist. Ist ein interessantes Deck, ist hier unten Turnier gelistet. Ich kenne mich leider mit dem neuen, Support von den Rittern leider überhaupt nicht aus. Kann man aber mal im Stream spielen. Aber ansonsten könnt ihr mir auch mal gerne mal eine Meinung dalassen, wie ihr das Deck hier findet. Und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Deck rüber. So, kommen wir zum nächsten Deck. Und zwar, hier spielen wir einen Sushi-Ship-Deck anscheinend mit den Götterkarten. Ja, habe ich mich auch noch nicht mit beschäftigt mit dem Thema. Von daher weiß ich nicht, was die machen. Aber sieht schon sehr nach Competitive aus. Oder besser gesagt, sehr nach, was man sich da was auch gedacht hat. Wir spielen das normale Monster dreimal. Wir spielen ein paar andere von den Sushi-Monstern. Eigentlich gefühlt alles auf drei. Wir spielen nicht nur Slifer, sondern auch Obelisk, Beschwörermönch und Rettungskaninchen, Ra und die Psere auch. Und ansonsten hier ganz anderen Kram. Und wir spielen auch drei True Name, okay? Wir haben hier auch das ganze Extra Deck noch. Ja, sieht auf jeden Fall sehr danach aus, dass man das Ganze mal testen könnte. Ja, wenn ihr Ahnung von Sushi-Monstern habt, dann schreibt mir das Ganze mal in die Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall schon mal etwas interessant. Gehen wir zum nächsten Deck. So, dann kommen wir zum letzten Deck für diese Folge. Und zwar ist das ein Deck, was seine Karten immer offen liegen haben möchte. Jedenfalls auf dem Deck. Ihr seht schon, die Erschütterung der Natur ist eine recht lustige Karte. Wir spielen hier Slifer, Obelisk. Wir spielen auch den Tiefseetaucher. Wir spielen auch den Gifski-See. Mein Gott. Den Wahrsager auf jeden Fall von Gifski. Wir können den Kartennamen benennen und wir können dann die oberste Karte vorzeigen. Und falls die Karte ist, dann können wir es auf die Hand nehmen. Ja, da die Karte anscheinend immer offen da liegt, dann können wir halt immer die Karte nehmen. Dann haben wir dann einen Gitarren, Gunalis Dunogis. Vielleicht werde ich jetzt nicht vorlesen, ich kenne die Karte auch nicht. Haben wir noch einen Lapisdrachen. Und ja, wie gesagt, dann haben wir hier noch die Erschütterung der Natur. Wir haben den Schuh des Erzenwettlers. Wir können 500 Life Points zahlen und können dann die oberste Karte ausgraben. Ja, und können, wenn wir sie richtig erraten, auf die Hand nehmen. Ja. Ein True Name haben wir noch, was auch mit dieser Mechanik spielt. Dann haben wir die Magellanica, die Tiefseestadt. Kenne ich gar nicht, also komplett neu für mich. True Name. Und Synchro überholen, okay, kenne ich jetzt auch nicht.
Seelenkreuzung kenne ich auf jeden Fall, ist eine gute Karte. Ja, und ansonsten noch hier das extra Deck. An sich eine interessante Idee, jetzt ganz mal oberflächlich betrachtet. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn wir uns wieder Decks angucken, wo eine bestimmte Karte gespielt wird. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, welche Karten ihr nochmal sehen wollt, welche Karten wir da gucken sollen. Oder schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr was gefunden habt bei Neuron, was für euch interessant aussieht. Könnt ihr natürlich dann auch gerne bei mir im Discord-Server reinposten. Ist natürlich sehr interessant. Und dann hoffe ich, dass euch die Decklisten gefallen haben. Wenn euch hier von den Decks irgendwas besonders interessiert, dann wie gesagt, geht gerne aufs Video. Oder ja, geht gerne hier in Neuron rein. Guckt euch die Decks nochmal an. Oder kommt in den Livestream und dann testen wir das Ganze. Oder ich mache dazu ein Video, wenn ihr ein bestimmtes Deck sehen wollt. Oder wir diskutieren einfach auf Discord dann. Ja, dann würde ich sagen, war es das für dieses kleine Oberfläche-Video hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, euer Luffy.